Willkommen zurück, meine Freunde, zu einer neuen Runde von Dead by Daylight. Heute auf Gideon Fleischfabrik zusammen mit Yui und ihrem einzigen Perk, nämlich Glück gehabt. Und Glück gehabt wird immer dann aktiviert, wenn ich getroffen werde, also verletzt bin. Und das für 120 Sekunden, aber nur, also 120 Sekunden hinterlasse ich dann keine Blutspuren für das gesamte Spiel. Wenn die 120 Sekunden aufgebraucht sind, dann hinterlasse ich natürlich wieder Blutspuren, Leute. Also, das mal zu dem Perk. Und hier ist ein Sanikasten. Sehr schön, sehr schön. Und auch noch ein lilaner Sanikasten. Geil. Okay. Dann können wir mal loslegen, hier Generatoren zu suchen. Ich mag diese Indoor-Maps eigentlich nicht so besonders. Da ist ein Totem. Können wir gleich mal mitnehmen. Und die Blutpunkte auch einstreichen. Ich hoffe natürlich, mir gelingt die Flucht. Weil dann behält Yui nämlich ihren schönen Sanikasten. Ich würde es mir wünschen. Ich würde es mir wünschen, dass ich entkommen könnte. Okay. Also, Indoor-Maps, wie gesagt, sehr, sehr schwierig, hier Generatoren zu finden. Weil Outdoor-Maps sieht man halt immer nach... Okay. Ah, direkt unter mir. Direkt unter mir, okay. So, was kann ich da tun? Was kann ich da tun? Ich könnte natürlich jetzt retten. Ich weiß aber nicht, wer es ist. Ich weiß nicht, welcher Killer es ist. So, hier gibt es irgendwo einen Gen. So, Moment, wo ist der? Also, da wird kräftig gearbeitet. Ich habe es gehört. Ich arbeite jetzt mal an dem Gen. Ich fange mal an zu arbeiten. Ja gut, der eine wurde halt gleich getroffen. Moment. Moment, Moment, Moment. Ich habe Herzschlag gehört. So, da vorne. Ah, es ist das Schwein. Okay, es ist das Schwein. Ich habe jetzt nicht auf die Aura geschaut. So, da hinten wurde gerettet. Okay, perfekt. Oh, nee, das Schwein, Leute. Das ist natürlich für das Schwein hier, kann man ja eigentlich sagen, ja, ein Heimspiel. Ja, ich komme schon, ich komme schon. Was los? Was macht denn der da? Erst lotst er mich weg und dann hockt er sich selber an, Jen? Was ist denn mit dem? Also Dwight, ich weiß nicht, was du davor hast, aber das gefällt mir auf jeden Fall gar nicht. Das gefällt mir echt gar nicht. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. So, lauf, 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 lauf. Lauf, Dwight. Soll ich dich heilen, Dwight? Ja, dann bleib doch mal stehen. Er ist wahrscheinlich wieder gleich in seinen Stealth-Modus gegangen. Und er wird jetzt gleich hier irgendwo aufkreuzen, da bin ich mir fast sicher. Oder er hat wirklich die Chance genutzt und gegen den Gen getreten, weil der Gen war wirklich schon fast fertig. Aber das Schwein, Leute, wir haben sehr, sehr schlechte Karten gegen das Schwein. Also ich sehe es vor mir. Ich sehe es wirklich vor mir. Vor allem, der Stealth-Modus ist halt wirklich sehr, sehr gefährlich. Weil das Schwein kann einfach so aufkreuzen. Einfach so. Und du merkst es nicht mal, aber... Gut, ich gebe mein Bestes, Leute. Ich gebe mein Bestes. So wie in jeder Runde. Ich hoffe, dass wir entkommen können. Ich hoffe es. So. Bisher noch keine Spur. Muss ich natürlich immer sehr, sehr gut umschauen. Weil das Schwein kann einfach wie aus dem Nichts aufkreuzen. Und dich einfach niedermetzeln. Deswegen unbedingt viel umschauen, Leute. Dass sowas ja nicht passiert. Vor allem, ich will auch nicht gleich hingehangen werden, ne? Also der soll mich, wenn dann, schon verletzen. Aber nicht gleich hinhängen. Ah, doppelgeschossige Maps, Leute, sind immer ein Albtraum. Okay. Nicht im Stealth-Modus. Wahrscheinlich über mir. Oder neben mir. Könnte natürlich sein. Deswegen sage ich ja, also diese Maps sind immer ganz, ganz gefährlich. Weil sie kann sowohl unten als auch oben sein. Aber du hörst trotzdem den Herzschlag. Weil sie halt eben direkt über dir ist. Ach, ich mag diese Map nicht, Leute. Ich mag sie absolut nicht. Den Killer finde ich geil. Aber die Map finde ich, ehrlich gesagt, nicht so toll. Finde ich nicht so toll. Die neue Map ist übrigens auch doppelgeschossig. Also die Schule, glaube ich, ist doppelgeschossig. Da wird es auf jeden Fall auch noch sehr interessant, was da alles so abgehen wird. So, noch nicht mal einen Gen gemacht. Wir müssen jetzt hier ein bisschen aufholen, Leute. Wir müssen hier unbedingt aufholen. Okay, ich höre Herzschlag. Ich bleibe jetzt einfach mal hocken. So, da wurde jemand erwischt. Ich glaube, das war sogar der Dwight. Ich bleibe jetzt einfach mal hier sitzen an dem Gen. Eventuell haben wir ja die Chance, ihn fertig zu machen, bevor das Schwein hier aufkreuzt. Aber im Moment sieht es gut aus. Also ich höre keinen Herzschlag, nichts. Das heißt, wir sind, glaube ich, auf der sicheren Seite. Zumindest für diesen Gen. So, weg. So, Dwight liegt am Boden. Wäre er ein bisschen schneller gewesen, hätte er sogar noch durchrennen können. Oh, ne, er hat eine Falle. So, nächster Gen ist gemacht. Sehr schön. Und da setzen wir uns auch mal an den Gen ran. Ich hoffe, jetzt geht irgendjemand retten, weil ich könnte natürlich auch retten. Also ich hätte damit kein Problem, ne? Ich will ja meine Teamkollegen hier sehr, sehr viel unterstützen mit aller Kraft, was ich habe. So, er hängt da vorne. Das Schwein ist nicht sichtbar. Aber ich könnte mir vorstellen... Oh, oh mein Gott! Ja, okay, der nächste liegt.
Der nächste liegt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich retten gehen soll. Soll ich retten gehen? Ja. Komm, egal. Egal. Aber das Schwein geht zurück. Sie lässt ihn einfach liegen. Okay. Da wurde gerettet. Hm. So, der nächste hat eine Falle auf. Oh mein Gott, Leute, wo soll denn das noch hinführen? Wir müssen noch 3 Generatoren machen. Sword White, beweg dich. Du willst wirklich einen Gen machen mit der Falle? Bist du irre? Du bist doch bekloppt. Also ich hätte natürlich erst dafür gesorgt, dass die Falle weggeht, aber gut. So, der nächste hängt auch schon wieder. Was ist denn das bitte? Sword White, repariert zu Ende. Ich versuche retten zu gehen. So, der eine lässt hier Marken sterben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Als ob, als ob, als ob, als ob. So, komm runter. Komm runter. Und jetzt verschwinde. Ja, als ob. Klar doch. Klar doch. Warum nicht? Da will man einmal der Retter in der Not sein. Und dann passiert sowas einem. So, Dwight ist natürlich schon ganz schön gefährlich bei der Hälfte der Zeit von seiner Falle. Also ich weiß ja nicht. Also ich hätte es, glaube ich, nicht so gemacht. Vor allem die Fallen aktivieren sich ja erst dann, wenn ein Generator gemacht worden ist. Dann aktiviert sich die Falle. So, ich könnte natürlich jetzt versuchen, hier abzuhauen vom Haken, aber ich will das ehrlich gesagt nicht riskieren, Leute. Ich habe da ehrlich gesagt nicht so Lust drauf. Vielleicht rettet mich ja irgendjemand. Die sollten natürlich auch gucken, dass sie die Falle irgendwie loswerden. Auch wenn die jetzt ein bisschen Panik haben vom Schwein, aber gut. Damit muss man rechnen, dass er irgendwann wieder aufkreuzen wird oder sie. Das Schwein ist ja eigentlich eine Frau. Amanda, glaube ich. Amanda hieß sie, oder? Ich weiß es nicht mehr so ganz. So. Danke, Dwight. Bist der Beste. Und jetzt lauf. Lauf, Bro. So, komme ich hier irgendwo nach oben? Ich könnte natürlich mein Glück erst da hinten versuchen. Vielleicht löse ich ja da meine Falle. So, wo hängt sie da hinten? Okay, das Schwein wird natürlich jetzt auch hier überall suchen, wo wir hier an diesen Geräten stehen und unsere Falle versuchen zu entfernen. Die kann man natürlich alle ablaufen. Die kann man alle ablaufen. Irgendwann wird man einen Überlebenden finden. Definitiv. So, komm. Verschwinde gleich am besten, Falle. So, da hinten wurde gerettet. Sehr schön. Okay, das war natürlich ein Satz mit X. Mit X war wohl nichts. So, dann muss ich nach oben. Ich muss nach oben. Definitiv, Leute. Aber ich finde diese Beschreibungen echt Katastrophe. Wo es denn nach oben geht. Ich finde das echt Katastrophe. Wahrscheinlich ist wieder der Letzte. So, Dwight wird gleich sterben durch die Falle. Weil er sich nämlich so lange Zeit gelassen hat, ist er jetzt gleich down. Ja. Habe ich doch gesagt, dass es passieren wird. Okay. Fähigkeitsstärks sind natürlich immer was Schönes, Leute. Immer was Schönes. Vor allem, sie kommen immer meistens so plötzlich. Vor allem, wenn du eine Falle entfernen willst. Danke. Danke. So, wir heilen uns mal. Flucht aus der Falle haben wir geschafft. Sehr schön. Okay, bitte schnell aufheilen, ohne irgendwelche großes Gezedere. So, ich glaube, das Schwein kommt. Okay, perfekt. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo das hier spawnt. Also der, die Luke. Als ob, klar. So. Gehen wir einfach mal hier weg. Der Hoffnung. Als ob die schon wieder liegt. Wahnsinn. Wird der jetzt immer oben gespawnt oder wird der immer unten gespawnt? Ich bin mir da jetzt nicht sicher. Ich weiß jetzt nicht, wo die Luke spawnt hier auf der Map. Ich glaube aber immer unten. So, da ist das Schwein. Ja, schleicht schon wieder rum. Okay. Willst du jetzt wieder nach unten gehen, Schwein? Ich hoffe. Ich hoffe, weil ich glaube, sie ist nämlich tot. Wenn sie nochmal hängt. Und dann muss ich versuchen, hier irgendwie rauszukommen. Aber ich glaube nicht, dass ich das allein schaffen werde. Definitiv nicht. Oh Gott. Okay. Okay, das war dumm. 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 Das war dumm, Leute. Das war einfach nur dumm. So, nach unten. Weg hier. Komm, beeil dich, Huey. Beeil dich. Unterstütz deine müden Knochen und renn. Renn um dein Leben. Ach, Mist. Ich wollte jetzt noch versuchen, irgendwie auszuweichen, aber leider keine Chance. Kriege ich nochmal eine Falle? Ja, natürlich. Natürlich, es wäre auch langweilig gewesen, wenn ich keine Falle bekommen würde. So, also sie liegt und ich liege. Ich kann mich natürlich jetzt nicht aufheilen. Beziehungsweise ich kann nicht mehr hochgehoben werden. Und es wären auch 2 Gens gewesen, Leute. Wieso habe ich mich jetzt da erwischen lassen? Warum?
Es hätte doch so gut für mich enden können, wenn ich einfach nur da geblieben wäre und einfach abgewartet hätte. Aber gut, die andere wäre eh gestorben. Die andere wäre dann, glaube ich, gestorben. So, sie hängt und wäre, ja, ist gestorben. Mist. Mist. Hätte ich doch einfach nur abgewartet. So, wo ist jetzt die Luke? Das würde mich interessieren. Wo spawnt die Luke? So, der wird mich, glaube ich, nicht überleben lassen. Aber ich glaube, die Luke spawnt immer unten, oder? Kann das sein? Weil es würde ja keinen Sinn machen, wenn die Luke oben spawnt. Weil oben, wenn die Luke oben spawnt, ist ja unten drunter hohl. Da passiert ja eigentlich gar nichts. So, und down. Schade. Hätte ein bisschen besser laufen können, aber gar nicht so übel. Gar nicht so übel. Also einen Gen haben wir, glaube ich, reparieren können. Und, ja, die Luke ist definitiv unten. Also so schnell kann man nicht hochrennen und wissen, wo die Luke ist. Auf jeden Fall war es eine spannende Runde mit dem Schwein. Also das Schwein, also wenn man gegen das Schwein spielt, dann ist es wirklich gefährlich. Dann ist es wirklich gefährlich. Also da ist die Chance wirklich sehr, sehr gering, dass man überlebt. Wenn man gegen jemanden spielt, der es drauf hat. Und es hat sogar einen Pip gegeben. Sehr schön. Mittlerweile auf Rang 12. Das gefällt mir. Das gefällt mir. So, das waren Überlebende und Killer. Killer war Stufe 14. Okay, Uneinigkeit. Sie hat also quasi immer gewusst, wenn zwei Leute am Gen sitzen. Schlampiger Schlachter. Okay, überladen. Und Beste kommt zum Schluss. Und natürlich noch zwei Addons. Natürlich. Natürlich. Überlebende in der umgekehrten Bärenfalle leiden unter dem Statuseffekt Erschöpfung. Alles klar. Gut, meine Freunde, jetzt sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Wir sehen uns bei der nächsten Episode wieder. Macht es gut und bis bald.